So, grüß euch alle miteinander da draußen. Neues Monat, neue Spiele, so wie immer. Wir schauen gleich rein, was es gibt. Ich glaube, man hat es eh schon gesehen bei mir. Und zwar... wo sind die PS Plus Spiele? Da sind die PS Plus Spiele. So. Nichts Aufregendes finde ich jetzt persönlich dieses Monat, leider Gottes. Okay, meine Playstation hängt sich auf. So, jetzt da. Und zwar gibt es Absolver. Ja, es hat so einen leichten Touch wie Dark Souls, finde ich. Ja, wir können uns den Trailer gerne mal anschauen. Es ist schon fast so wie Dark Souls. Ich bin wirklich ein Dark Souls Fan. Ja, ich habe ja den ersten aufgenommen, also begonnen. Ich level gerade noch immer auf, ja, das gebe ich zu, aber ich spiele auch noch andere Sachen. Ich habe Dark Souls 2 habe ich komplett aufgenommen, dann habe ich die DLCs von Dark Souls 2 komplett aufgenommen. Dann habe ich Dark Souls 3 aufgenommen, dann habe ich Lords of the Fallen aufgenommen. Also ich bin wirklich ein Fan von dieser Dark Souls-Reihe, überhaupt von den Kampfsystemen, aber man muss es nicht überall reinhauen. Es hat genauso hier diese Auswirkung bei Absolver. Man muss kämpfen, man muss Level steigen, man kann es reingeben in Kondition, Geschick, in Stärke und was weiß ich was. Genau das gleiche Prinzip so wie Dark Souls. Es ist eine leere Welt, kann man so sagen. Es ist jetzt nichts Besonderes, finde ich jetzt. Aber ja, anschauen könnt ihr es euch, vielleicht gefällt es euch ja besser. Und natürlich Heavy Rain. Diesmal drücke ich gleich drauf. Hab nicht verstanden, warum vorher nichts gekommen ist, aber ja, ist wurscht. Heavy Rain werden wir eh alle kennen, aber trotzdem zeige ich mal den Trailer. Peggy 18. To save your son. You have 5 minutes to cut off the last section of one of your fingers in front of the camera. If you succeed, you will get your reward. Agent Norman Jaden, FBI. My name's Scott Shelby. I'm a private detective. I'm investigating the case of the origami killer. I'd like a room. Madison Page, 27, Dingle. Ethan Mars has had psychological problems since his first son died. Feels responsible for his death. He is haunted by visions of drowning bodies. A few weeks ago, after one of our usual sessions, I found this on the floor. It must have fallen out of his pocket. Ash, I want you to assign every available man to finding Ethan Mars, to keep an eye on the train stations, the airports, the bus terminals. I want every cop in the city on his ass, and if he moves, we know about it. For the players. Alles für die Spieler. So, ich glaube, Heavy Rain, glaube ich, brauche ich nicht vorstellen. Man spielt 4 Charaktere. Als erster spielt man einen ganz gewöhnlichen Hausvater, der sein Kind leider Gottes verliert durch einen Autounfall.
glaube ich. Und nein, das Kind wird überfahren von einem Auto, genau, weil er es aus dem Blick verloren hat in einem Einkaufscenter, wenn ich mich nicht täusche. Es ist schon lange her. Dann spielt man einen FBI-Agenten, das war mein Lieblingscharakter in dem Spiel. Dann spielt man eine Frau, ich glaube, das ist eine Journalistin. Und dann spielt man diesen dicken Detektiven, den hat man auch gesehen im Trailer jetzt da. Und man muss einen Origami-Killer muss man ausfindig machen. Und einer dieser vier Charaktere ist es. Ja, welcher es jetzt ist, sage ich nicht. Ich habe es bis jetzt ein einziges Mal durchgespielt. Ich bin nicht wirklich ein Fan von dieser Reihe, muss ich sagen. Ich habe auch, wie heißt das? Irgendetwas mit Detroit Become Human oder sowas. Ich glaube, das ist von den gleichen Machern. Ich bin nicht, wie gesagt, ich bin nicht so ein Fan von dem. So, schau dir alle monatlichen Spiele an. Können wir auch mal reinschauen. Ja, schön geschrieben. Menedlinge Spiel. Keine Ahnung, okay, gut. Das kenne ich nicht. Keine Ahnung, was das ist. Und das hier kenne ich auch nicht. Extreme Exorcist. Okay, vielleicht gibt es da auch einen Trailer, aber ich glaube nicht. Aha, das sind wieder so welche kleinen Spiele halt. Ach, sowas muss ich doch mal auch let's playen, oder? Ich weiß nicht. Okay. Schauen wir uns das nochmal an. Vielleicht gibt es da auch noch einen Trailer. Ich weiß es nicht. Ja, schaut gut aus. Moment, der wird geladen. Ja, okay, gut, ich sag nix. Alles, was ich bis jetzt let's played habe, ist ein Scheißdreck gegen das Spiel natürlich. Ist unglaublich. Okay. Was sonst noch? Irgendwelche Updates über meinen Kanal? Ich glaube, ich brauche ich gar nicht machen. Horizon Zero Dawn, wie gesagt, das wird es noch ziemlich lange spielen. Ich glaube, heute kommt Part 61 raus. 68 waren es, wenn ich mich noch richtig erinnere. XCOM habe ich jetzt wieder begonnen zum Spielen. Gestern. Werde ich aber noch nicht aufnehmen. Battle Chasers Night War werde ich heute beginnen aufzunehmen. Heute ist der 18. Juli, mein Geburtstag. Und ja, ein bisschen Zeit habe ich, danach gehe ich feiern. Ja, Absolver, wie gesagt, habe ich mal runtergeladen und Heavy Rain auch. Ja, es ist okay. Jurassic World Evolution habe ich mir gekauft. Habe ich mir nicht gekauft, habe ich geschenkt gekriegt zum Geburtstag, aber ja, vorher halt. Also früher. Ja, es ist ein sehr amüsantes Spiel, muss ich sagen. Es macht Bock auf jeden Fall. Deadivision. Ich wollte mir Platin holen bei Deadivision. Eine einzige verschissene Trophäe fehlt mir. Und zwar töte 20 abtrünnige Agenten. Schaffe ich nicht mit dem Gearscore, den ich habe. Ja, keine Ahnung. Ja, Kingdom Hearts habe ich auch wieder begonnen zum Spielen, weiß ich aber nicht, ob ich das aufnehme. Attack on Titan 2 wird auf jeden Fall auch noch kommen. Wann? Ja, ich verschiebe immer alles und hin und her. Ich will halt so viel Let's Playen und habe halt so wenig Zeit. Ja, den Rest, glaube ich, brauche ich nicht wirklich vorstellen. Das ist ein Dreckspiel, das können wir gleich mal löschen. Da habe ich mich reingehaut mit sehr viel Erwartung. Das Spiel hat sich, glaube ich, fünfmal aufgehängt, gleich nur am Start.
Ja, das Spiel kriege ich, glaube ich, nie wieder zurück. Das habe ich nämlich erpackt, das habe ich eh schon gesagt. Und ja, Battle Chasers Night War werde ich jetzt beginnen aufzunehmen, ein paar Parts, solange ich halt noch Zeit habe. Und zwar kann ich das kurz herzeigen bei meinen Trophäen. Also wenn ich jetzt so meine Trophäen herzeige, sieht man, dass ich keine einzige Platin habe. Ich habe keine einzige Platin, 61 Gold, 365 Silber, 2267 Bronze habe ich. So, jetzt wird das einmal alles da geladen. Zack, 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 zack. So, und jetzt möchte ich euch das ganz kurz zeigen. Wo ist The Division? Das ganz oben wahrscheinlich, oder? Nein. Wo ist... Ja, da fehlt mir, glaube ich, auch nur eine, oder? Das kann ich auch nochmal runterladen und noch einmal durchspielen. Ich glaube, ja, mir fehlt tatsächlich eine einzige Trophäe, dann hätte ich da auch Platin. Ich glaube, das Spiel werde ich nochmal durchspielen. Hellblade, ja, habe ich auch aufgenommen. Ist auch oben auf meinem Computer, sage ich. Auf meinem Kanal natürlich. So, ganz kurz, ich würde das gerne herzeigen. Ich finde das Dreckspiel jetzt nicht. Das ist ein bisschen komisch. Das kann ja nicht sein. Das habe ich doch vor kurzem erst gespielt. Gehen wir nochmal ganz rauf. So, hier haben wir mal Battle Chasers. Ich werde Battle Chasers heute, wie gesagt, aufnehmen und zwar in New Game Plus. Warum? Wenn man sich das jetzt anschaut, habe ich jede einzelne Trophäe jetzt schon erworben. Bis auf zwei, und zwar diese zwei hier. Starten, neues Spiel Plus. Das ist die vorletzte Trophäe, die es hier gibt. Und das ist die letzte. Schließe das neue Spiel Plus ab. Das heißt, ich werde das Let's Play machen, es mit euch abschließen und meine erste Platin-Trophäe werde ich holen. Ich gehe es nochmal hier durch. Ich bin hier komplett fertig. Es ist ein absolut geiles Spiel. Es ist rundenbasierend. Ihr werdet den ersten Teil am 1. August bekommen. Damit ich etwas habe zum Raufladen, während ich auf Urlaub bin. Nämlich in der Zeit fahre ich nach Rom. Und ja, das wird halt dann eh automatisch von YouTube gemacht, dass es dann halt rausgeworfen wird. Aber wo ist Division? Da ist es eh, um Gottes Willen. Ja, mach die Augen auf. Ja, das sind die Zusatzpackages, die kann man sich halt runterladen von Division. Ob man das will oder nicht, ja, keine Ahnung. Aber hier, schaut's, 98% bei Division, 98%. Mir fehlt eine verschissene Trophäe und das ist die ganz letzte hier unten. 20 abtrünnige Agenten töten, das schaffe ich nicht. Also falls mir da wer helfen will, bitte, dann meldet euch, ich spiele gerne mit euch Division. Oder falls ihr euch von mir einfach nur abballern wollt, ich hätte gern Platin. Ich hätte gern Platin für das Spiel, nämlich das Spiel ist wirklich sehr, sehr gut. Das ist das beste Ubisoft-Spiel, was ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Ich weiß, ja, Far Cry, Assassin's Creed, ja, ich weiß, die sind natürlich auch große Nummern, aber mir gefällt dieses Spiel ganz besonders gut und ich freue mich auch auf den zweiten Teil. Ja gut, ansonsten glaube ich, war's das. Ich hau mich gleich rein und nimm gleich auf und euch da draußen wünsche ich, so wie immer, alles Gute und wir hören uns wieder halt. Macht's es gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler.